Hallo Leute, weiter geht's bei Shanti. Im letzten Part haben wir ein paar schöne Rätsel geknackt und nun geht's hier drin weiter. Oh, die Musik. Wo ist Risky? Ist irgendwas da? Hä, wer bist du denn? Danke, dass du mich befreit hast. Ich war einst der Wächter dieses Labyrinths, aber eine fürchterliche Kreatur hat mich hier drin, ne, du weißt schon, eingesperrt. Ich werde dir etwas beibringen, dafür, dass du mich gerettet hast. Ein magischer Tanz kannst du nun benutzen, um das Evil, um das Böse zu bekämpfen. Pass gut auf. Okay. Was passiert jetzt? Tanzmenü. Was zur Hölle? Kannst du dich an die Bewegungen erinnern? Wenn du dich nicht erinnern kannst, dann geh da hin und schau hin. Es ist ein bisschen schwer. Aber vergiss es nie. Was? Moment. Runter und rechts. Ja, und wie mache ich das jetzt? Ich will hier raus, bitte. Hä? Runter und rechts. Wie aktiviere ich das jetzt? Hä? Wie tanze ich? Hä? Wie tanze ich jetzt? Beim Affen da steht das, okay. Runter und dann rechts. A gedrückt halten vielleicht. Select drücken vielleicht. Geht auch nicht. Hä? Hast du Trouble, dann mache diesen Tanz. Input first move of the dance. Input, ne. Was für Lichter? Was für ein Licht? Wenn das Licht kommt, hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Besonders, wie komme ich hier wieder weg? Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Wenn das Licht kommt. Was für ein Licht. Hallo. Hä? Wie? Zur Hölle. Wenn das Licht kommt. Hä? Was für Tasten gibt es denn hier sonst noch? Hä? Ich hab null Ahnung. Ich weiß auch nicht mehr, was ich hier alles gekauft habe. Ich kann hier auch nichts auswählen oder so. Hä? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich hätte gern wieder das hier, obwohl es mir nichts bringt. Ja Leute, ich denke, es ist wieder mal Zeit, dass ich kurz ein bisschen alleine teste, okay? Okay, ich habe jetzt immerhin irgendwie das herausgefunden, aber ich weiß nicht genau wie. Wie hat das jetzt geklappt? Was? Hä? Wie geht das? Ich habe keine Ahnung, verdammt nochmal. Ah, jetzt weiß ich immerhin, wie man angreift. Ich muss oben antippen, dann draufbleiben und dann die Angriffstaste drücken. Ja, dann geht das. Okay, immerhin das haben wir gelernt, aber wie gesagt, ich würde jetzt gerne gar nichts auswählen, nicht, dass ich hier beim Versuchen zu tanzen noch irgendwie was kaputt mache. Okay, so klappt es auch nicht. Leute? Ich habe echt keine Ahnung, wie man tanzt. Ich muss mich mal im Internet kurz schlau machen, ob da irgendwo steht, wie man steuert. Ja, weil... Kann doch nicht so schwer sein.
Ernsthaft? Kann doch nicht so schwer sein. Ah, Leute, ich hab's. Okay, Schanze, tanz ein bisschen. Na, zur Erklärung. Ich habe die ganze Zeit die Select-Taste versucht zu drücken. Bloß das Problem ist, die Select-Taste war gar nicht auf der Taste, von der ich angenommen habe, dass sie darauf belegt ist. Ja. Okay, man muss Select drücken und dann tanzt sie. Okay, sobald die Note aufleuchtet... Moment. Nee. Ha! Hat ge... Was zur... Jetzt bin ich ein Affe? Oh, wie geil ist das denn? Ach du Scheiße, ist das geil. Ich kann jetzt irgendwie mich hier... Ja, ich kann klettern quasi. Oh, ist das geil! Wie geil. Wie könnte ich mich jetzt wieder zurückverwandeln? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Hat sie mir nicht gesagt. Und wo ich jetzt hingehen soll als Affe, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wie geil. Ist halt echt geil. Geh mal hier durch. Ja, stimmt. Da oben haben wir gesehen, dass da was ist. Ja, aber... shit. Wie kann ich mich jetzt zurückverwandeln? Ah! Indem ich wieder den Tanzding mache. Geil ist... Ah, shit! Das wollte ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Naja. Moment, tanzen. Wie geht das? So und so. Danke. So, aber ich weiß jetzt immer noch... Oh mein Gott, bei dir will ich nicht sein. Ich glaube, ich nehme auch das Leben hier noch mit. Einfach weil ich es kann. Also einfach nur ein ganzes Herz. Naja, dann. Naja, dann. Werden wir wieder zum Affen. Leute, es ist extrem geil. Hat wirklich extrem geil. Aber ich bin jetzt an einem Ort, an dem ich vermutlich nicht sein will. Das war super. Das war super, nicht. Komm schon, rauf da. Ah, als Affe kann sie noch höher springen. Das ist fantastisch. Komm schon. Ich weiß nicht, wo ich jetzt lang muss. Oh, gut. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Leben kann ich immer gebrauchen. Hier unten ist aber nichts. Gut, dann verwandeln wir uns wieder. Leute, es eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Das ist fantastisch. Seht euch das an. Und ja! So, überall komme ich dahin. Wie gesagt, ich weiß jetzt halt nicht, wo das Spiel mich gerne hinschicken würde. Ist gerade so das Problem. Fantastisch. Fantastisch. Ich bin als Affe irgendwie ein bisschen zu schnell unterwegs. Hier ist nix und da ist auch nix. Und da würde ich gerne weggehen von dem Kerl. Wisst ihr was? Das Leben nehme ich auch mit. Ja, wie lange ich jetzt darum geprügelt habe. Oh! Oh! Ah, nur für ein Leben. Zwei Leben. Nee, nicht mal. Bloß eine Menge Geld. Ich komme noch weiter. Oh, mit Hilfe des Affen könnte ich jetzt auch die Dingens einsammeln hier. Ihr wisst schon. Das Dingens, was wir mal gesehen haben. Das Glühwürmchen. Ja, wie gesagt, was mache ich jetzt? Wo muss ich jetzt mit dem Affen hin? Oh nein, jetzt muss ich die wieder bekämpfen. Naja, dann. Aber anders als zuvor. Also könnte es der richtige Weg sein. Weil der Kampf ist anders als zuvor. Bums. Ist das derselbe Weg?
Oh, es könnte sogar alles stimmen, was ich hier mache. Das wäre fantastisch. Hier hoch. Wisst ihr, wo wir sind? Ich weiß es wieder. So, denn auch hier hoch kommen wir jetzt. Und zwar ohne die Hilfe des Affen. Ah, ich habe Angst. Oh, es war knapp. Hier, so locker kommt man da durch. Hier, seht euch das an. Mein Gott. So, ich hoffe, ich beherrsche jetzt alles in der Steuerung. Ja, es war gut, dass ich nicht gewusst habe, wie man tanzt, ehrlich gesagt. Denn, jetzt weiß ich auch, wie ich die Items einsetzen muss. Komm schon. Nein! Och. Ach, was mache ich denn da? Komm schon. Hep und hep. Hep. Ja, hierhin und nicht weiter. Bis hierher wäre ich da gekommen. Aber jetzt muss ich tanzen. Sehr schön. Dafür ist so toll, Leute. Ja, ganz bestimmt muss ich da rein. Ich werde mich aber gerne verwandeln. Als Affe bin ich dann ein bisschen schutzlos, würde ich sagen. Du bist ein bisschen brutal hier. Weißt du was? Leck mich. Ich gehe einfach... Oh, shit. Ja, was denn? Wisst ihr was? Item. So ein Teil hätte ich gerne. Hallo? So, jetzt habe ich das Teil. Seht euch das an. Ist ultra geil. Oh, jetzt laggt es aber. Aber die Dinger sind geil. Von denen muss ich mir noch mehr holen. Ein bisschen Energie wäre auch nicht schlecht. Gut. Die Energie ist wieder da. Perfekt. Was jetzt? Risky! Wow, was ist das für ein Ort, hä? Ja, das ist der legendäre Triple Stein hier, ne? Ja, warum sollte man Wasser in die Dampfmaschine füllen, hä? Wenn diese Maschine für immer genug Kraft hat, hä? Was ist passiert? Oh, was? Oh, was? Was zur Hölle? Was? Was? Aha, doch, ins Auge. Wie er weint. Ach du Scheiße! Was macht er da? Was? Ja, wird dem jetzt ausweichen sollen, bitte? Ja, was? Was? Ich verstehe den Kampf irgendwie nicht. Zeig dein Auge, komm. Was? Wann kann ich hier ausweichen? Wann? Okay, ich werde den Kampf nicht schaffen. Ist ja in Ordnung. Ich werde den Kampf echt nicht schaffen. Weil ich halt nicht weiß, wie er geht. Ich habe erst zweimal getroffen, oder? Ja, das war's bereits. Super. Ich muss jetzt einfach möglichst schnell und oft treffen, ansonsten habe ich ein Problem. Oh, shit. Das gibt's doch nicht. Oh, wisst ihr was? Ich weiß nicht wie. Der Boden kommt hoch. Und dann springe ich. Nee, ich krieg doch Schaden. Weiß aber nicht weshalb. Weiß nicht weshalb. Weiß halt echt nicht weshalb. Ich hoffe, ich muss ihn nur dreimal treffen, ansonsten habe ich ein Problem. So.
Das war's echt schon. Okay, dann war's doch fair. Dann war's doch fair. Yeah, was ist das? Gib mir das. Yes! Sehr geil. Das Spiel ist fantastisch, Leute. Was ist mit dir passiert? Polo, bist du in Ordnung? Oh, sie hat mich berührt. Ich werde mir nie wieder den Kopf waschen. Bist du verrückt? Sie hat dich von hinten geschlagen. Aufstehen! Sag mir alles, was du über diese dribbelnden Steine weißt, ne? Na, hey, cool, du hast ein legendäres Relikt gefunden. Es soll 4 Stück davon geben. Diese Teile. Jeder repräsentiert ein anderes Element. Die du gefunden hast, produzieren eine endlose Versorgung von Wasser. Es gibt einen unzerstörbaren Golem. Einen leuchtenden Stein. Einen sehr funkelnden Stein. Irgendeine Idee, wo die anderen sind? Ja, nicht wirklich. Aber der Golem war in einer Wüste in der Nähe von Oasis Town, wo meine Oma wohnt. Ihre Augen glänzten wie Smaragde. Du wertloser Dummkopf! Kannst du nicht sehen, dass Risky unterwegs ist, um die Dampfmaschine mit diesen Markensteinen aufzurüsten, hä? Das Ding wird gefährlicher als je zuvor. Ich muss nach Oasis dann kommen, bevor Risky es tut. Okay, genug gelabert. Und wie gesagt, der Part ist auch gleich zu Ende. Deswegen werde ich jetzt hier speichern und sagen, das war's für heute mit Shanti. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut oder besser. Tschüss!